wünsche euch dabei viel Spaß. Heute machen wir ein komplett anderes Thema. Heute reden wir über die Entstehung des Mondes. Das wird schon seit mehreren Jahrhunderten diskutiert und seit dem 19. Jahrhundert sind mehrere Theorien dazu entstanden. Das ist ein sehr komplexes Thema und man weiß nicht genau, wie der Mond wirklich entstanden ist. Ich habe drei Theorien ausgesucht, die ich vorstelle. Einmal die Anfangstheorie wurde 1909 vorgeschlagen. Das besagt, dass sich der Mond als eigenständiges Planetensystem an einem anderen Ort im Sonnensystem gebildet hat und bei einer engen Begegnung mit der Erde eingefangen wurde. Dann haben wir noch die Viele-Monde-Theorie, aber das wurde durch Gesteinsproben der Apollo-Mission widerlegt, dass aus vielen Monden ein Mond geworden ist. Also, das ist schon mal falsch. Dann haben wir nur noch die Kollisionstheorie, die gilt am wahrscheinlichsten, dass nämlich die Erde mit einem massgroßen Himmelskörper kollidiert ist. Da war vor 4,5 Milliarden Jahren und dieser Planet hieß Theia, was halb so groß war wie die Erde, also ein massgroßer Himmelskörper. Also ein Aufbau des Mondes. Da kann man sich sehr an der Erde erinnern. Man weiß halt, die Erde ist auch scheibenförmig aufgebaut. Da hat man ja Erdkruste, Erdmantel und den Erdkern. Aber bei dem Mond ist es auch nicht anders. Da fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben erstmal die Mondkruste, die 60 bis 70 Kilometer dick sind. Auf der Mondvorderseite, auf der Mondrückseite sind es etwa 150 Kilometer dick. Und die Mondkruste sind reich an das Mineral Plagioklas. Und da steht auch nochmal die andere Bezeichnung, was mit A beginnt. Während auf der Erde die Mondkruste gerade mal 20 Kilometer dick sind. Unterhalb der Mondkruste befindet sich der Mondmantel. Natürlich gibt es auch einen Übergang zwischen Mondkruste und Mondmantel. Und dazwischen wird eine dünne Schicht basaltischer Zusammensetzung vermutet. Also zwischen Kruste und Mantel basaltischer Zusammensetzung. Der Mondmantel hat nämlich auch gewisse Mineralien, zum Beispiel dieses Olivin. Und jetzt kommen wir zu dem Mondkern. Wahrscheinlich ist es ein Schwefel-Eisenkern, aber über den Mondkern hat man so gut wie noch kein Wissen. Es hat eine Rate von höchstens 50 Kilometer, aber man weiß es nicht so genau. Ich hoffe, es hat euch mal kurz gefallen, was man darüber mal kurz zu erfahren. Ich habe es dahin nur so sehr kurz gemacht, weil am nächsten Video kommt dann richtig über die Selenographie und dann wird über die Landschaftstypen geredet. Über Mond, Asthenosphäre und das Ganze. Das war jetzt halt nur so ein kurzer Überblick. Bis später.